Es ist Renntag und die Teams und Fahrer sind bereit, loszulegen. Keine zufriedenstellende Leistung von Alfa Romeo im Qualifying. Allerdings kann im Rennen nach wie vor alles passieren. Mal sehen, ob sie zulegen und ein gutes Ergebnis erzielen können. Red Bull war dieses Wochenende im Qualifying vielversprechend. Aber werden sie ihrem Potenzial auch beim Erreichen der Ziellinie gerecht werden können? Und das Rennen wird unter blauem Himmel stattfinden. Das bedeutet, die Teams sollten ihre Strategien ohne zusätzliche Schwierigkeiten umsetzen können. Aber wie immer werden die Teams im Vorfeld des Rennens sehr genau auf ihre Strategien achten. Es geht los, Leute, mit dem großen Preis von Sao Paulo. Moin, Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022. Ja, Regen, es wurde gerade auch schon gesagt, wir sollen auf unsere Strategien achten. 71 Runden müssen wir irgendwie schaffen und ja, wir starten vom 2. und vom 5., haben uns 4 und 7 qualifiziert, aber Leclerc und Perez, glaube ich, haben sich das Feld hier anzeigen lassen. Ne, haben Startstrafen bekommen. So, das heißt, wir müssen jetzt mal eine Strategie ausarbeiten. Hier wird es schon ein bisschen feucht und dann wird es hinten nochmal ganz feucht. Das heißt, wir wollen irgendwas fahren wie erst Intermediates und dann Wets. Das dürfte wohl so unsere Strategie werden. Wo müssen wir die denn aufziehen? Hier irgendwo. Und dann die Wets irgendwo da, rund um Runde 40. Wahrscheinlich müssen wir schon früher, ne? Und da wird das Problem für die Wets sein, dass die dann noch nicht so richtig zur Strecke passen werden. Da müsste man sich ja überlegen, ob man die Intermediates ein bisschen schont. Na, aber so doll können wir die wahrscheinlich gar nicht schonen. Also mit den Reds können wir dann auf jeden Fall durchfahren, ne? Wenn die Intermediates am Arsch sind, dann wechseln wir einfach auf die Reds. Ja, eigentlich können wir heute ohne Strategie fahren. Wir müssen halt gucken, wie die Reifen durchhalten, ne? Also die Intermediates müssen wir dann vielleicht wirklich ein bisschen schonen. Das könnte passieren. Ich stelle die Strategie einfach mal so ein. Auch wenn es natürlich nicht das Optimum sein dürfte. Ja, wir starten dann auf Softs einfach, ne? Es wird nass. Wir nehmen ja ein bisschen extra Treibstoff mit. Dann können wir nämlich am Anfang richtig rausballern. Können uns im Trockenen hoffentlich schon einen kleinen Vorsprung rausarbeiten, weil ich denke, dass die KI auf Mediums starten wird bei dem Wetter. Auto-Setup nicht getestet, warum denn schon wieder? Das ist wahrscheinlich so ungefähr die Strategie, die wir fahren wollen. Und da müssen wir halt hoffen, dass die Wets durchhalten. Schwierig. Sehr schwierig. Aber wir können die Softs wenigstens richtig verschleißen am Anfang. Haben auch genug Treibstoff dafür mit. Geben am Anfang richtig Gas, fahren uns dann Vorsprung raus irgendwie. Und dann geht es heute nur darum, dass Bottas vor Leclerc über die Ziellinie kommt. Sonniges Wetter hier. Die Fahrer beziehen gerade ihre Startplätze.
Und da ist Valtteri Bottas. Ein Start vom zweiten Platz heute. Das birgt eine echte Chance. Und dort der zweite Alfa Romeo. In der ersten Hälfte des Feldes ist doch so einiges möglich. Die Teams sind startklar. Wer wird gewinnen? Das wird sich zeigen, hier beim großen Preis von São Paulo. Die Ampel ist aus. Ja, ich sehe ganz viele Medium-Reifen auf jeden Fall. So, Bottas hat ja auch direkt die Innenkurve, die Innenbahn in der ersten Kurve. Dann kommt ja auch direkt gut weg. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Sehen wir mal, was da passiert ist. Wir sehen Valtteri Bottas. Eine Position gut gemacht. Und so sieht es ganz einfach aus. Wunderbar. In der Box war das Team absolut begeistert. So, Bottas kommt da vorne ganz gut weg. Joe müsste sich jetzt bald mal an Hamilton vorbeischieben. Ja, das sieht gut aus, da hat er die Innenbahn. Da ist er vorbei. Ah, noch nicht ganz. Good job. Doch, doch. Reifenstark überhitzt, da kann man nichts machen. Ist jetzt für den Moment so. Alfa Romeo. Sehen wir es uns an. Sehen wir noch mal hin. Da haben wir Joe. Einen Platz nach vorn gerückt. Hervorragende Arbeit. So, und dann dürfte jetzt wohl auch gleich an Verstappen vorbeigehen. Denke ich mir zumindest so. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir mal auf die Reifen schauen. Ja, die sind alle auf Mediums rausgekommen. Albon ist auf Softs draußen. Okay, interessant. Also, du kannst eigentlich einsetzen hier direkt. Und dann schauen wir gleich mal, was mit den Reifen abgeht. Die müssen wir dann in einer Runde ungefähr ein bisschen schonen, denke ich. So, Joe hat Verstappen passiert. Nice move. Da ist die Wiederholung. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Und der Weg ist frei. Tolle Taktik und einen Platz gut gemacht. Wunderbar. Das Team schaut zu und hat Sicht. So, da hängt da auch schon ein Sainz dran. Leclerc ist auf dem 8. Platz, 9. Platz zurückgefallen. Hat ja Unsinn gemacht. Ah, da kämpft er mit Russell scheinbar gerade. So, Joe hier wieder auf der Innenbahn. Da ist er vorbeigegangen. Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir noch mal hin. Da haben wir Joe. Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. So, und den Vorsprung durch die weichen Reifen, den müssen wir jetzt auf jeden Fall nutzen. We need to get these tires to last. Copy. So, Joe könnte da zum Beispiel auch versuchen, alle aufzuhalten. Aber er setzt sich halt gerade ab. Sainz ist noch in DRS-Reichweite. Ah, Bottas ist schon fast 3 Sekunden weg. So, nasses...
Wetter vorhergesagt und da hat Joe komplett rausgehauen. Geil. Also wir gucken mal auf die Strecke. Es trocknet dann hier nochmal ab. Aber wir brauchen auf jeden Fall erst Intermediates, ne, und dann Reds. So, Joe, wie weit hatte ich das jetzt nach hinten geballert? Ich meine, es ist noch kein Tropfen Wasser auf der Strecke. Da ist der Dreher. Sehen wir uns das genauer an. Warum kriege ich nicht die Wiederholung? Okay. Dann eben ohne Wiederholung. So, Joe jetzt ganz hinten. Das ist natürlich schon mal ungeil. Wir sind im geplanten Zeitfenster für den Boxenstopp. So, Joe fährt da von hinten wieder ran, auf jeden Fall. Bottas ist schon fast 6 Sekunden weg. Oh Mann, er hat Joe richtig verkackt, ne? Dabei bin ich nicht mal richtig viel Risiko gegangen. So, einsetzender Regen jetzt. Ja, das heißt, wir werden jetzt auch sofort an die Box fahren. Okay, Box. So, wir stellen mal hier um. Geben wir noch ein bisschen Gas, weil wir rauskommen? Ja, ein bisschen, ne? Achso, jetzt ist das Replay schon weg. Ja, geil. Ja, es wird ja auch schnell feucht. So, Joe auf dem 19. Platz, das ist natürlich alles andere als geil. So, die anderen bleiben noch kurz draußen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Denn jetzt haben wir schon feuchte Strecke, ne? Also jetzt sind Intermediates optimal. Einer kommt noch rein. Das könnte natürlich nochmal ein kleiner Vorteil für uns sein. War jetzt irgendjemand in der Box schon? Ricardo, Albon, Vettel. Ja, das war's. Alle anderen fahren da vorne noch. Das heißt, wir haben richtig gute Chancen, die jetzt richtig abzuziehen. So, da klebt nämlich Bottas schon wieder an Perez dran. Und der kommt jetzt auf die Mediums wahrscheinlich nicht mehr so richtig weg, ne? Versucht Bottas es einfach außenrum. Hat damit die nächste Kurve in. Good job. Ja, und das sieht jetzt super easy aus, einfach weil die Strecke nass ist und wir die richtigen Reifen haben und die anderen mit Slicks fahren. Good job so far. Sehen wir mal, was da passiert ist. Wir sehen Valtteri Bottas. Überholt und eine Position gut gemacht.
Man kann wohl sagen, dass das beim Team gut ankam. Wahrscheinlich, ja. So, wir schauen nochmal. Ja, es wird ziemlich abtrocknen. Na, vielleicht bleibt es auch einfach ein bisschen feuchter. Müssen wir schauen. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns die Wiederholung an. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Super easy Zeit, gut Güte, gemacht. Da wird der andere Fahrer überholt. Ja, McLaren, ne? Ihr habt es gesehen, der wurde schon mit Intermediates angezeigt, aber der hat noch keinen drauf. Der ist nämlich erst jetzt in die Box gefahren. So, und schon hat Bottas, zieht er an einen vorbei und Leclerc ist noch auf Mediums draußen, aber nur 10 Sekunden vor uns. Ich würde überhaupt den kriegen, ja. Noch diese Runde. So, wo ist denn Joe inzwischen wieder? Joe auf dem 6. schon wieder. Boah, das zieht er einfach an Leclerc vorbei. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Sehen wir es uns an. Wir sehen Valtteri Bottas. Ja, Leclerc wird schon mit Intermediates angezeigt, hat er noch nicht, hat noch Mediums drauf. Aber da er den Boxenstopp schon geplant hat. Eine Position aufgeholt, ein unglaubliches Manöver. Das ist natürlich auch ein uncooler Fehler eigentlich in dem das Spiel. Das war ein großer Moment. Das Team ist sichtlich begeistert. So, Bottas, Vorsprung. 5 Sekunden nur vor Hamilton. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Eine Position gut gemacht. Und so sieht es ganz einfach aus. Das Team schaut zu. Ja, wichtige Position auch. Also wir müssen ein bisschen nach dem Sprit gucken. Joe auf dem 4. jetzt. Joe hat Vettel überholt. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Und der Weg ist frei. Tolle Taktik und einen Platz gut gemacht. Bei dem haben wir ja das Überholen verbessert. Ne? Ich glaube, der hat jetzt einen Überholenwert von 90. Das heißt, er kommt jetzt einfacher an den anderen vorbei. Oh, es gab einen Dreher. Gasly dreht sich. Sehen wir mal, was da passiert ist. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Oh je, oh je. Da hält er hinten. Da hat er auch einen Red Bull aufgehalten, ne? Kann es sein? Wo war denn das? Hier Perez, Sainz. Hier vorne, ne? Die beiden, ja, hier. Russell und Verstappen hat er erstmal aufgehalten. Okay, das ist wichtig. Leclerc ist irgendwo ganz hinten auf Platz 13 im Moment. Der ist einfach zu lange draußen geblieben. Und das dürfte ihn jetzt auch tatsächlich die Meisterschaft gekostet haben. So, Bottas setzt sich ein bisschen vor Hamilton ab. Das ist gut. Kommt Joe an Hamilton ran? Na, nicht wirklich. So, in Sektor 2 gab es noch einen Unfall. Da blockieren die Räder. Magnussen. Da ist die Wiederholung. Alle blicken nun auf Kevin Magnussen. Die Räder haben blockiert, aber das hätte schlimmer kommen. Upsi.
So, wir fahren jetzt ein bisschen ausgewogener. Den Sprit. So, da hinten hat sich mit den Ferraris und den Red Bulls eine ganz schöne Schlange gebildet. Wir werden da ein bisschen aufgehalten. Finde ich gut. Das spielt uns hervorragend in die Karten. Da gab es schon wieder einen kleinen Ausflug von irgendjemandem. Von Vettel. Okay. Wir sehen nochmals hin. Sebastian Vettel war da verwickelt. Da blockieren die Räder. Upsi. Darüber wird er nicht glücklich sein. Wahrscheinlich nicht, nee. Das Team ist am Boden zerstört. Sie werden sich... So, und wir schauen noch mal, wie es aussieht. Okay, also es ist feucht geblieben. Es ist nicht abgetrocknet, wie wir gedacht hätten. Wir müssen jetzt eigentlich bis Runde 42 durchfahren. Schaffen unsere Reifen das? Das schaffen die im Leben nicht. Aber naja... Kurve wird ein bisschen höher laufen. Also wir schaffen es wahrscheinlich bis dicht dran und vielleicht kommt ja der schwere Regen schon ein bisschen früher. Da müssen wir da halt einfach irgendwie reagieren, so ein bisschen. So, Verstappen kommt da ganz, ist es? Ja, Verstappen kommt da ganz gut durch. Ne? Die Perez, Sainz und Leclerc tun sich da ein bisschen schwer. Jetzt sind sie da auch immerhin schon mal an dem einen Alpine vorbei. An Albon. Bottas kann sich ein bisschen von Hamilton absetzen. Joe kommt irgendwie nicht an Hamilton ran. Aber ist alles gut. Bisher läuft alles nach Plan. Leclerc auf dem 10. Platz. Klebt da immer noch an Russell dran. Und die werden von Gasly noch ein bisschen aufgehalten. Verstappen wird da von Vettel aufgehalten. Das passt mir alles sehr gut in den Kram, muss ich sagen. So, wenn die Reifen auf 50% runter sind, ne, dann schauen wir mal, ob sich ein Wechsel lohnen würde, ein zusätzlicher Boxenstopp, oder eher nicht. So, im Moment trocknet die Strecke so ein bisschen ab. So, Bottas jetzt hinter Mick Schumacher. Es gibt Hamilton so ein bisschen Gelegenheit aufzuholen. Okay, jetzt ist Bottas vorbei, wunderbar. Jetzt kann er hoffentlich wieder ein bisschen wegfahren. Und Hamilton muss ja dann auch irgendwann an Mick vorbei. Plötzlich ist es schon nass. Jetzt schon. Aber das trocknet wieder, oder? Ja, das ist ja nur so ein kleiner Ausritt. Und dass es hier aber richtig nass wird, das ist schon ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Ja, und unsere Reifen halten auch durch. Ne? Wir fahren die sehr schonend. Das ist super. Ich schätze mal, dass hier nass bleibt. Das wird nicht super lange so bleiben. Mal gucken, ob irgendjemand in die Box fährt. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Ocon hat sich gedreht. Okay, da haben wir Alpine. Wupsi. Und ja, Wupsi. So, Albon fährt in die Box.
Also es trocknet schon wieder. Oh, Bottas kommt vor Magnussen raus. So, ist Magnussen auf Nassen unterwegs? Ja. Nee, Albon. Doch, Magnussen und Schumacher auch. Okay. Die scheinen die einzigen zu sein, die reingefahren sind. Jetzt sind nämlich schon wieder Intermediates optimal. Aber es sieht sehr grau aus. So, Hamilton hat irgendwie eine Sekunde auf Bottas aufgeholt schon wieder. Das ist natürlich nicht schön. Joe fällt immer weiter hinter Hamilton zurück. Hamilton kommt auch problemlos an Latifi vorbei. Das hat ihn so gar nicht aufgehalten. So, wo ist Leclerc inzwischen? Leclerc auf 5. Okay, jetzt ist es wieder nass. Das wird hier nicht so richtig angezeigt. Ne? Eigentlich sollte es abtrocknen im Moment. Das mal. Das ist ein ganz kleines bisschen zu feucht für die Intermediates. Da gab es einen kleinen Schauer. So, haben unsere Wetterfrösche das schon... Ah, okay, die haben es jetzt geupdatet. Das heißt, es bleibt noch ein, zwei Runden feucht, beziehungsweise nass. Da müssen wir durch. So, Hamilton scheint damit aber besser klarzukommen als Bottas. Haben da die Räder blockiert? Sehen wir es uns an. Sehen Sie sich jetzt den McLaren an. Die Blockade der Räder hätte teuer werden können. Upsi. So, jetzt trocknet es aber scheinbar wieder und dann kann Bottas sich jetzt hoffentlich auch von Magnussen absetzen. So, wir schauen mal aufs Wetter. Ja, okay. Passt. Und in Runde 40. Wird jetzt richtige Nässe vorhergesagt. Das heißt, wir können unseren Boxenstopp wirklich so ungefähr durchziehen. Wir können das zur Not auch ein bisschen noch rauszögern, weil unsere Reifen halten. Aber ich denke, Reifen schon ist hier schon günstig. Konkurrent mit Unfall, wen hat es erwischt und warum? Klingt nach einem Unfall. Gasly. Sehen wir uns das mal an. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Meine Güte, damit konnte niemand. Das heißt, der hält die beiden Autos dahinter nicht mehr auf. So, und Albon ist jetzt vor Bottas direkt aus der Box gekommen. Hamilton ein bisschen dichter an Bottas dran. So, wir sind im Zeitfenster für einen Boxenstopp. Ist mir aber relativ wurscht. Reifen halten. Strecke ist trocken. Ah, Hamilton kommt dazu, einfach an Albon vorbei. So, Joe hat immer noch ein ganz kleines bisschen Platz nach hinten, ne? Aber der Platz wird beständig geringer. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren.
Sehen wir mal, was da passiert ist. Jetzt sehen wir hier den Williams. Tja, das ging daneben. Die Räder blockieren. Upsi. So, unsere Reifen sind jetzt bei 50%. Das heißt, wir werfen hier nochmal einen Blick drauf. Das trocknet jetzt immer weiter ab bis Runde 40 ungefähr. Das heißt, wir wollen in Runde 40 dann wirklich reinkommen. Und mit Wets rausfahren. Ignorieren das, danke. Ach, ich habe mich schon gerade gefragt, ob der Minimal Peugeot war. Der sollte eigentlich Leclerc und so aufhalten. Ein Dreher! Aber da er sich gedreht hat, funktioniert das jetzt natürlich nicht mehr. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Der Wagen gerät in Schleudern. Was für eine Katastrophe! Mega Katastrophe. Also Joe hat es heute echt wieder komplett drauf. Können Sie sich davon erholen? Wir werden sehen. Oh, echt, ey. Wenigstens war es nass, da haben die Reifen nicht so gelitten. Bottas kann Hamilton noch auf demselben Abstand halten im Moment. Joe auf dem 10. Platz nur zurückgefallen. Wir haben zu viel Treibstoff an Bord. Auch das werden wir ignorieren. Da haben die Räder blockiert. Sehen wir uns das genauer an. Aufgepasst, da ist der Wagen von Alonso. Ein bisschen zu stark gebremst und schon blockieren die Räder. Na, da hätte er den Ferrari ruhig ein bisschen behindern dürfen. Das war ein herber Schlag. So, Norris fährt uns jetzt vors Auto. Joe 2,7 Sekunden hinter Ricardo. Alle blicken nun auf Kevin Magnussen. Oh, und da blockieren die Räder. Na, das kann man ja gar nicht gebrauchen. Und das Team hatte so große Hoffnungen. Die Räder haben wohl blockiert. Sehen wir uns das mal an. Jetzt sehen Sie sich das an. Sieht nach Ocon aus. Da blockieren die Räder und das könnte teuer werden. Ja, die machen hier alle mittelschwere bis schwere Fahrfehler. So, Runde 38. Wir schauen nochmal auf den Wetterbericht. Es müsste gleich losgehen mit Starkregen. Und dann klettert das hier relativ schnell. Ne? Und hier ungefähr, wissen wir, sind die 4 mm. Also es geht dann sehr schnell hoch, innerhalb einer Runde. Haben da die Räder blockiert? Da ist die Wiederholung. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Und da, ja, die Räder blockieren. Eieiei. Das Team ist am Boden zerstört. So, es ist ein bisschen trockener. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, noch ein bisschen Treibstoff rauszudrücken. Für ein, zwei Ründchen. So, Joe vor Leclerc. Oh, warte mal. Kann der... Ist Leclerc schon vorbei? Hat sich da etwa jemand gedreht? Jetzt sehen wir hier den Williams. Sieh sich das einer an! Der war... Ja, da ist Leclerc schon vorbei. Schade. Oh, wir sind jetzt schon an der Box und warum? Ist es schon soweit? Könnte sein. Wo sind wir gerade auf der Strecke? Hier.
Wir beobachten mal den Regen so ein bisschen. Haben die Räder blockiert? Sehen wir mal, was ich schätze, eine Runde können wir noch fahren. Okay, ne? Aufgepasst. Da ist Schumacher. Die Räder haben blockiert, aber das... Wow. Ja, noch regnet es nicht stark genug. So, ist dann gerade irgendjemand auf Reds draußen? Ne, es sind alle auf Intermediates unterwegs. Und unsere sind halt schon ziemlich abgefahren. Leclerc ist gerade noch mal in die Box gefahren. Ah, okay, und kam jetzt mit frischen Intermediates raus. Das heißt, er muss noch mal in die Box, wenn es gleich richtig nass wird. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Sehen wir uns die Wiederholung an. Sehen wir uns das an. Lewis Hamilton mit dem Fehler. Verwickelt. Da blockieren die Räder. Darüber wird er nicht glücklich sein. Bisschen Luft zum Atmen für Bottas. Ja, sehr gut. So, wo ist denn Joe? 2 Sekunden hinter Leclerc. Ist gerade an Tsunoda. Bottas ist gerade an Tsunoda vorbeigeschlüpft. So, wir müssen aber echt auch bald an die Box Reifen tauschen. Okay, jetzt fängt es an zu regnen. Ist das schon der Regen, auf den wir gewartet haben? Es sieht so aus. Ja, okay. Ich hoffe, das haut jetzt auch wirklich alles hin. So, Bottas. Kommt hier ziemlich optimal rein. Joe hat da noch ein bisschen zu kämpfen. So, Bottas kommt trotzdem noch auf dem ersten raus. Es ist nass. Ja, wir sind die einzigen auf Reds im Moment. Aber ich denke, das lohnt sich, ne? Selbst wenn es hier am Ende noch mal trockener wird irgendwie. Das dürfte nicht mehr so trocken werden, dass die Intermediates, ne? Ganz am Ende gibt es wahrscheinlich noch mal ein paar Runden, wo die Intermediates besser sind. Aber ansonsten sind jetzt Reds angesagt. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns das genauer an. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Ja, einfach zu nass für die Intermediates. Da hat Joe es jetzt relativ einfach, an Russell vorbeizugehen. Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. Es trocknet gerade. Warum trocknet es hier? Ich verlange mehr Regen. Ah, das ist nicht gut. Ach, jetzt geht es hier schon wieder runter. Oh nee, habe ich mich verkalkuliert? Müssen wir nochmal rein? Wahrscheinlich müssen wir echt noch mal rein, ne? Das ist super ärgerlich.
Ich weiß halt nicht, wo genau ich hier in der Kurve bin. Wie das aussieht, wir beobachten das mal noch ein bisschen. Aber wahrscheinlich kann ich die Jungs direkt wieder reinholen. Ach, es ist Mist. Oder geht's nochmal hoch? Nee, es wird gleich nochmal regnen. Wir bleiben draußen. Ich hätte jetzt gerne ein Update zum Wetter, aber... Ja, angeblich fällt es jetzt wieder. Obwohl halt gerade starker Regen angesagt war, aber der scheint nicht zu kommen. Es scheint jetzt nur noch so ein bisschen zu schauern. Dich hätte ich gerne. Das heißt, wir fahren dann mit 9 Intermediates nochmal. Ja, Mist. Ich hoffe, wir haben wenigstens ein bisschen Zeit jetzt gut machen können. Box ist lab, Box, Box. Und möglichst auch so viel, dass sich der Boxenstopp hier lohnt, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird Leclerc uns jetzt einholen. Bleibt nur der Trost, dass wir dann die besseren Intermediates haben. Ja, super ärgerlich, dass unser Wetterbericht nicht so gut ist. Box this up. So, jetzt ist Hamilton an uns vorbei. Hier, glaube ich, ein bisschen aggressiver fahren. Aber bei Joe vielleicht nicht. So, da kommt Verstappen angebraust. Joe Bailey. Understood. Hit limiter on. Okay, also netto haben uns die Boxenstopps nicht gebracht. Schade. Jetzt haben wir wenigstens genug Reifen, um das Rennen zu beenden. Und ich weiß nicht, ob die anderen das schaffen. Wir fahren die mal nur auf Standard. Und beobachten das erstmal ein bisschen. So, wie sieht es denn bei den anderen mit Reifen aus? Die sind alle auf Intermediates irgendwie. Verstappen, die sind komplett runter. Bei Leclerc, die sind noch gut. Bei Perez, die sind komplett runter. Einige sind ja auf Wets unterwegs. Die haben genauso einen Scheiß gemacht wie ich. Na gut, dann schauen wir mal. So, dann gucken wir mal, wie die Reifenabnutzung hier ist über so eine Runde. 95% am Anfang von Startziel. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Sehen wir es uns an. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt.
Sehr, sehr schön. Vorteil genutzt und vorbeigezogen. Ja, der Vorteil sind die besseren Reifen in dem Fall. Also die richtige Reifenmischung vor allen Dingen auch. So, 2% pro Runde. Wir fahren noch 22 Runden. Dann kommen wir noch bei über 50% an. Das heißt, unsere Reifen verlieren keine Performance und wir könnten noch ein bisschen drücken, wenn wir Bock hätten. Im Moment holen wir auf Hamilton auf. Warum holen wir auf Hamilton auf? Seine Reifen sind nicht schlechter. Vielleicht Benzin. Sollen wir noch ein bisschen Druck machen? So, Leclerc hat trotzdem noch 7 Sekunden hinter Bottas. Ein Dreher! Da ist die Wiederholung. Also schauen wir mal. Da ist Sergio Perez. Und da, da passiert... Das sah uncool aus. So, Bottas jetzt im Zweikampf mit Hamilton. Das kostet ein bisschen Zeit. Verstappen fährt jetzt an die Box. So, wir werden mal gleich ein bisschen ERS einsetzen. Und wenn wir da in den schnellen Bereich kommen. Überholen fehlgeschlagen. Ah, da in den Endkurven ist es auch nicht so richtig einfach. So, und da ist Bottas vorbei. Keep this approach. Good job so far. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. So, das hat uns so ziemlich unser restliches ERS gekostet. Ach, und das Hamilton, nee. Wir sind an Stroll beide vorbeigegangen. Ich dachte schon, Hamilton wäre gerade wieder vor uns gezogen. So, und da hoffe ich, dass Hamilton Leclerc richtig hart bekämpfen wird. Ja, unser ERS, ganz wichtig, nicht ganz leer. 1-2% sind drin geblieben am niedrigsten Punkt. So, und wir kommen da ganz gut von Hamilton weg. Leclerc holt auf Hamilton auf, muss aber erstmal auch an Stroll vorbeigehen. Wir hatten da Glück, wir sind reibungslos an Stroll vorbeigekommen. Na, Leclerc hat da auch nicht Zeit verloren, wie es aussieht. So, Joe auf dem 8. Platz, 5 Sekunden hinter Alonso. Keine Ahnung, ob er an ihn rankommt. Aber wichtig ist, wie gesagt, vorne. So,
So, 12 Runden noch. Das heißt, wir verbrauchen ein bisschen mehr als 2% scheinbar pro Runde. Ja, dann kommen wir mit den Reifen gut hin. So, an Ricardo sind wir schon mal reibungslos vorbeigegangen, auch auf der Geraden. Das ist sehr gut. Joe, komm dich da ran an Alonso, 5,7, ah, nicht wirklich. Die Räder haben wohl blockiert. Sehen wir mal, was da passiert ist. Und jetzt aufgepasst. Das ist der Moment mit Albon. Und ja, da blockieren die Räder. Upsi. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Nein. Oh, komm, fahr. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Und dieser Dreher kostet zweifellos wertvolle Zeit. Definitiv. Vor allem, weil Leclerc jetzt an uns vorbei ist. Das ist ein herber Schlag für das Team. Können Sie sich da... Das ist gar nicht gut. So, 2,6 Sekunden hinter Leclerc. Das ist Mist. Das ist sogar Ultra Mist, weil wir ungefähr gleich schnell sind. Keine Reserven mehr haben. Uff. Okay, wir kommen ganz langsam näher, ne? Aber viel zu langsam. Vielleicht wird er vorne von Ricardo nochmal aufgehalten. Das könnte passieren. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Der Rest hat Joe überholt. Genau. Ein Blick auf den Red Bull. Das war, glaube ich, der Kampf um den 9. Da wird der andere Fahrer überholt. Das war ein herber Schlag für das... Ja, Joe jetzt knapp hinter Perez. So, Bottas geht da reibungslos an Ricardo vorbei, ganz wichtig. So, und Leclerc wird da, glaube ich, von Vettel aufgehalten. Ah, da ist er ganz gut vorbeigekommen, leider. So, wir sind da auch gut vorbeigekommen. So, Leclerc jetzt hinter Hamilton. Und das wird für ihn hoffentlich ein bisschen schwieriger. Sehen wir es uns an. Lass uns jetzt schauen. Ein Blick auf Nicolas Latifi. Die Blockade der Räder hätte teuer werden können. Und das Team hatte so große Hoffnungen. Was für eine Schande. So, schauen wir einfach mal rein. Sind nicht mehr allzu viele Runden. So, we have 4 laps to go. Wir müssen mal auf die Reifen gucken. Leclercs Reifen sind halt schon runter, ne? Die werden nicht direkt einbrechen. Aber wir haben noch ein bisschen Reserve drauf. Wird das reichen? Man weiß es nicht. So, wie sieht's bei Joe aus? Ja, der wird wohl auf dem 9. beenden.
egal was ich jetzt tue. You can't push. Bei Joe sind die Reifen leicht überhitzt. Warum denn? Was ist denn bei ihm los? Das klang nach Dreher. Da Magnussen. Ist die Wiederholung. Leclerc soll sich drehen, Mann. Was für ein Dreher! So, most likely no more rain coming. Wird es jetzt trocken? Wow. Das trocknet nicht schnell genug ab, ne? Three laps. Copy. Ja, das ist halt die Frage, wie viel schneller wären wir? Lohnt sich das? Das könnte sich lohnen. Ich könnte hier noch ein paar Softs fahren. Das sind aber nur 4 Sekunden pro Runde, die wir damit schneller wären. Ich würde einen Platz verlieren. Maximal. Aber wenn das halt wirklich nur 5 Sekunden pro Runde sind, dann lohnt sich das nicht mehr, ne? Soll ich das Risiko eingehen? Kriegen wir es in 2 Runden rausgefahren? Vielleicht, ja. Haben da die Räder blockiert? Sehen wir uns die Wiederholung an. Lass uns jetzt schauen. Ein Blick auf Nicolas Latifi. Tja, das ging daneben. Die Räder blockieren. Ich hoffe, dass bei Leclerc die Reifen richtig wegbrechen. Das Team ist am Boden zerstört.
Nein, Leclerc hat auch noch Hamilton kassiert. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Ärgerlich, ja, okay, kann man nichts machen. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Over the line. Good to get some points. Very good job again. Drive offline, save fuel. Ja, das steht halt direkt. That's it. Thank you. So. Was für eine phänomenale Leistung von Valtteri Bottas heute. Ein wirklich toller Abschluss für Alfa Romeo. Das war richtig spannend. Sie haben exzellente Arbeit geleistet und der Applaus ist hochverdient. Na, genau so ist es. Und sie beenden das Wochenende auf dem dritten Platz der Konstrukteurswertung. Wir sind beinahe am Ende der diesjährigen F1-Saison. Beim nächsten Mal melden wir uns aus Abu Dhabi zum packenden Finale zwischen Wüste und Meer. Uff. Ja, das war schon mal nicht gut. 12 Punkte hat uns das nach hinten geworfen. Damit sind wir 8 Punkte hinter Leclerc. Das könnten wir im letzten Rennen noch schaffen. Das könnten wir im letzten Rennen noch schaffen, wenn Leclerc da nicht richtig, richtig aufdreht und wieder Erster wird. Ja, der Reifenwechsel jetzt am Ende, ne, der war einfach Quatsch. Und mit dem Wets, das habe ich einfach nicht gecheckt, dass nur so ein kurzer Schauer ist und das dann so schnell wieder abtrocknet. Das hätte ich einfach vorher nochmal überprüfen müssen. Na gut. Aber dann bleibt es wenigstens noch ein bisschen spannend. Ja, an Red Bull noch vorbeizukommen, dadurch, dass Joe halt so schlecht abgeschnitten hat, dieses Rennen wird auch sehr, sehr schwierig. Ja, aber wir haben ja noch eine Saison, habe ich mir sagen lassen. Da müssen wir mal schauen, wie unser Auto nächste Saison aussieht. Ob das gut ist oder nicht. Theo hat einen Entwicklungspunkt bekommen, sehr gut. Beeindruckend, beide beeindruckend, okay. Ja, Joe hat sich einfach viel zu oft gedreht. Ja, da haben wir beim nächsten Mal schon das nächste Rennen. Ein bisschen Geld gab es noch. Super gut. Da müssen wir mal schauen, wie Abu Dhabi ist, ob das ein Track ist, ne? Und ich sehe hier eine Menge enge Kurven, der uns liegt. Ich vermute, ja. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.